Guy Amalfitano läuft die Tour de France auf einem Bein. 4 Monate 30 Kilometer täglich ohne Ruhetage. Eine kaum vorstellbare Leistung. Der 47-Jährige läuft, um Geld für den Kampf gegen Krebs zu sammeln. Als Jugendlicher bekommt er Knochenkrebs, sein rechtes Bein muss amputiert werden. Ein Schock für den begeisterten Leichtathleten. Nach der OP fängt er wieder mit dem Sport an, er fährt Alpinski, nimmt 1992 an den Paralympics in Albertville teil. Jetzt hat sich Amalfitano eine neue Herausforderung gesucht. Die Moral leidet, das macht mir ein bisschen Sorgen. Deshalb muss ich geistig stark sein. Die andere Seite ist die körperliche Belastung, Sehnenscheidenentzündungen und solche Dinge. Wir wissen nicht, was alles passieren kann. Seine Freunde und Familie feuern ihn auf den ersten paar Kilometern an. Aber für den Großteil seiner Tour wird Guy allein sein, begleitet nur vom Fahrer seines Wohnmobils. Seine Eltern machen sich Sorgen. Der Verkehr macht mir große Angst. Das soll 4000 Kilometer so gehen. Wir denken jeden Tag an ihn und beten, dass alles gut geht. Guy sieht sich nicht als Behinderter. Er sieht sich nur als jemand mit einer besonderen physischen Eigenschaft. Seine jüngste Tochter begleitet ihn bei den ersten Etappen und sie ist sehr stolz auf ihren Vater. Oh ja, er ist immer so gewesen. Seit ich ihn kenne, sucht er Herausforderungen. Er ist einfach wirklich mutig. Deshalb bin ich so stolz auf ihn und darauf, was er tut. Wenn alles gut geht, wird er 29 der 100 französischen Departements durchlaufen und bis Ende Juli wieder zurück in seiner Heimatstadt Orthez sein.